Immer noch stapeln sich die aufgeschobenen Filme in den Lagern der Kinos. Welcher Film kommt eigentlich wann? Es ist so ein bisschen schwierig, den Überblick zu halten. Einen kleinen Überblick, was denn so startet, den gibt es jetzt. Die Kinovorschau für den August. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen in der Filmfabrik. Der erste Donnerstag im August direkt mit einem beachtlichen Projekt. Und zwar The. Ich mache nicht mit bei Ihrer Suicide Squad. Wir werden sehen. Mein Gerichtstermin steht an. Und Miss Waller meinte, du könntest mir helfen. Sie drohen meiner Tochter! Alle die Waffen runter. Miss Waller, ich alle Waffen runter! Irrsinnig lange Geschichte hinter diesem Film. Regisseurwechsel, Absprünge, Absagen. Es sollte eigentlich eine Fortsetzung werden. Dann wurde aber James Gunn frei, der übernimmt, schreibt aber eine Fortsetzung, die keine wirkliche Fortsetzung ist, sondern ein Reboot. Und dann sagen sie halt einfach, pass auf, wir machen jetzt diesen Film, den du da hingelegt hast. Hey je, es wird Zeit, dass dieser Film endlich kommt. Es ist jetzt nicht die gleiche Vorfreude und das gleiche Kribbeln bei mir zumindest, wie es bei Zack Snyder's Justice League war. Aber trotzdem bin ich sehr, sehr gespannt, was James Gunn da vorhat, wie seine Vision dieses Films aussieht. Ab dem 5. August wissen wir dann mehr. Ratatouille, was siehst du? Vogel. Die Woche drauf, drei Neustarts, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Der erste ist Free Guy. Ich bin Guy. Der Sonntag wird warm und sonnig mit ein paar vereinzelten Schießereien. Es geht nicht um einen freien Typen, es geht um Guy, der befreit werden muss, gespielt von Ryan Reynolds. Er steckt in einem total brutalen Game fest, ist quasi jetzt nicht mehr als eine Spielfigur. Brille aufsetzen. Okay, bitte ich. Oh mein Gott. Ist das eine magische Brille oder was? Es klingt total absurd, klingt vor allem aber auch nach Ryan Reynolds. Ich mag den Trailer sehr und ich freue mich darauf zu sehen, wie er sich da rauskaspern muss. Ich kann nicht sterben! Ich werde niemals sterben! Free Guy. Dazu noch Forever Purge. Die diesjährige Purge endet in 3, 2, 1. Es soll der finale Teil sein. So langsam wird es, finde ich, auch Zeit. Drogenkartell, Flucht aus Mexiko in die USA. Ja, gesellschaftlich total relevantes Thema, aber in diesem Rahmen, ich weiß es noch nicht. Aber von mir aus gerne noch einmal die letzte Runde. Da waren richtig gute Filme bei in dieser Reihe. Aber irgendwie ist es dann vielleicht auch gut, wenn man den Absprung schafft und nicht so Saw-artig irgendwo noch sein Dasein fristet. Also The Forever Purge, auch als letzter Teil dann bei uns in den Kinos. Und ganz was anderes, dann am 12. August auch noch Tom und Jerry sind zurück. Ich scheine erst richtig unter Druck, wie ein Diamant. Rihanna-mäßig. Und noch etwas. Dieses Mal als Live-Action-Film. Seit 1940 gibt es diese beiden Charaktere jetzt schon. Ich habe es wirklich sehr geliebt. Ich finde es auch immer noch sehr, sehr witzig, wenn ich das irgendwo reinseppe und es sehe. Ich bin gespannt, ob ich in diesem Alter bin, wo mir diese Version jetzt zu fancy ist und ich so Mitte-40er-Sätze sage wie, nee, das war früher schon irgendwie alles schöner. Wir gehen eine Woche weiter, da startet ein Film, den ich ohne Wenn und Aber zum bisher besten Film des Jahres küren will, den ich zumindest dieses Jahr gesehen habe, Promising Young Woman. Ich weiß nicht. Es ist ein MeToo-Rache-Thriller. Zumindest steht es überall so drauf und ich habe das auch selbst dann in der Review in diesem Kanal zu diesem Film gesagt, weil es einfach stimmt. Aber es ist viel, viel mehr als das. Es ist einfach so ein Begriff, den man drüber schreiben kann. Es ist brutal, ehrlich, entlarvend, fantastisch geschrieben, gespielt und inszeniert. Carey Mulligan und Emeril Fennell. Chapeau. Ein Wahnsinnsfilm und absolute Empfehlung, wenn nicht sogar Pflicht. Ähnlich tiefgründig wie in diesem Film wird es dann am 19.8. sicherlich in Escape Room 2. Wir hatten Glück, dass wir lebend aus diesen Escape Rooms gekommen sind. Ich muss wissen, dass die Verbrecher, die 4 Personen getötet haben, zur Rechenschaft gezogen werden. No Way Out. Das ist der Untertitel. Das würde für mich immer gelten, weil ich einfach zu dämlich bin für solche Escape Rooms. Das hier ist ja dann auch noch so in echt und Horror. Teil 1 fand ich war okay. Spielchen mit ekligen bis zuweilen widerlichen körperlichen Peinigungen. Es ist eine mega Idee, gab es auch vorher noch nie. Es ist die Frage, ob man diesen Escape Room Trend nicht irgendwann auch mal durchgeritten hat. Mir ist es egal, weil wer Spaß daran hat, der soll ins Kino gehen und vielleicht ist er ja tatsächlich noch mal so ein bisschen was wie Teil 1. Niemals! Eine weitere Origin-Story kommt mit Snake Eyes. Snake Eyes, du hast
hast mir das Leben gerettet. G.I. Joe-Fans werden hellhörig. Jawohl, das ist der Snake Eyes, von dem ihr gerade glaubt, dass es Snake Eyes ist. Jetzt wird er allerdings von Henry Golding gespielt, den wir auch aus Crazy Rich Asians oder The Gentleman kennen. Es sieht sehr nach einem Back-to-the-Roots-Vorgeschichten-Ding aus, startet ebenfalls am 19. August. Na, das hast du jetzt nicht kommen sehen. Und einen für diese Woche angesprochenen Film habe ich noch, eine Story, die mich extrem anspricht. Ich bin gespannt, was daraus gemacht wird. Reminiscence mit Hugh Jackman. Sie gehen auf eine Reise. Eine Reise durch die Erinnerung. Sie müssen lediglich meiner Stimme folgen. Hugh spielt sowas wie einen Privatdetektiv der Erinnerungen. Also er sucht nach verschüttgegangenen Erinnerungen, will, dass die Leute wieder auf alte, verschollene Gedanken zurückgreifen können. Ich finde das einen super spannenden Plot. Freue ich mich sehr drauf. Die letzte Augustwoche im Kino wird mal wieder von Ryan Reynolds eingeleitet. Was macht der denn hier? Killers Bodyguard Part 2. Ryan hat sich im Film als Michael Bryce ja zur Ruhe gesetzt. Er hatte eine gigantische Saison. Michael Bryce ist der Bodyguard des Jahres. Woo! Jetzt ist er in Therapie und da wird ihm geraten, mach doch einfach mal eine Pause. In einem Freizeitresort wird er dann allerdings in eine neue Mission gezogen. Teil 1 mochte ich ja wirklich sehr und der hier wird sicherlich nicht viel weniger absurd. Du erzählst uns alles, was du weißt. Ich erzähle euch einen verdammten Scheiß! Ich hingegen werde Ihnen alles erzählen. Und als letztes, einen habe ich mir noch aufgespart, weil auch sehr zu empfehlen. Das ist jetzt nichts mit Späßchen oder Martial Arts oder so. Es ist großes Schauspielkino. Oscar gewonnen für den besten Hauptdarsteller. Anthony Hopkins in The Father. Wann sind Sie geboren? Freitag, 31. Dezember 1937. Sie leben zurzeit mit Ihrer Tochter zusammen, richtig? Ja. In meiner Wohnung. Demenz, Alter, Pflege, Einsamkeit. Ein ganz großartiger Film, der von Florian Zeller gemacht wurde, französischer Regisseur, der damit sein eigenes Theaterstück verfilmt hat. Absoluter Wahnsinn. Und vielleicht ist genau das das Rezept für eine gelungene Verfilmung. Und es ist das Geheimnis, einfach die eigenen Sachen zu einem Film machen. Es ist wirklich absolut zu empfehlen. Wer genau bin ich eigentlich? Jo, das war's so an den großen Highlights, die erstmal ins Auge stechen. Auf welche Filme freut ihr euch? Welche findet ihr erwähnenswert? Es gibt ja auch noch wahnsinnig viele kleinere Filme, die jetzt hier nicht alle stattgefunden haben. Schreibt das gerne alles in die Kommentare rein. Und wenn man irgendwas in diesem Wust übersieht, können wir uns vielleicht gegenseitig helfen, dass ihr seht, ach, der startet auch dann. Und dann, wunderbar, guck ich rein. Dann hätte dieses Video doch was gebracht. Außer, dass ihr jetzt irgendwie 5 bis 10 Minuten eures Lebens vergeudet habt. Mich würde es freuen. Mich würde es auch freuen, wenn ihr nochmal reinguckt. Demnächst in einem der nächsten Videos auf diesem Kanal der Filmfabrik. Bis dahin bleibt gesund, macht es gut und tschüss.